Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Putin sieht Verbindungen zwischen Attentätern und Ukraine. Der russische Präsident sagte, die Angreifer hätten versucht, in die Ukraine zu fliehen. Kiew weist jede Verwicklung zurück. Die Terrormiliz IS reklamierte den Anschlag mit mehr als 130 Toten erneut für sich und veröffentlichte am Abend ein Video. Es soll den Angriff bei Moskau zeigen. Stichwahl muss über neuen Präsidenten in Slowakei entscheiden. Die beiden Favoriten lieferten sich in der ersten Wahlrunde ein enges Rennen, verfehlten aber jeweils die absolute Mehrheit. Ob der zum Regierungslager gehörende Parlamentspräsident Pellegrini oder der liberale Ex-Außenminister Korczok neues Staatsoberhaupt wird, bestimmen die Wähler am 6. April. Proteste in Israel. In Tel Aviv forderten Tausende die Regierung von Premier Netanyahu auf, sich stärker für die Freilassung der Geiseln einzusetzen. Die Terrororganisation Hamas gab bekannt, dass in Gaza eine weitere israelische Geisel ums Leben gekommen ist, angeblich wegen fehlender Medikamente und Lebensmittel. Weltweite Klimaschutzaktion Earth Hour. In vielen Ländern ist jeweils um 20.30 Uhr Ortszeit die Beleuchtung an Gebäuden und Sehenswürdigkeiten für eine Stunde ausgeschaltet worden. Damit soll ein Zeichen für mehr Umweltschutz gesetzt werden. Deutschland gewinnt EM-Testspiel in Frankreich 2:0. Wirtz schoss die Fußballnationalmannschaft mit dem schnellsten Tor der DFB-Geschichte nach 8 Sekunden in Führung. Havertz erhöhte zum 2:0 Endstand. Das Wetter: tagsüber viele Wolken und nur wenig Sonne. Verbreitet Regen, Schnee oder Graupelschauer. Höchsttemperaturen 3 bis 11 Grad.